bei Sachsenburg, dann fließt das Wasser dann in das Rau. Genau wie der Fluss und die Möll, das ist ja der Möll. Die fließt dann in Sachsenburg in das Rau. Das vereint dann wieder zu einem Fluss? Ja. Nein, die gehen beide in das Rau. Ah, okay. Und die Rau, die kommt ja noch von viel weiter oben. Und warum wird das hier jetzt immer getrennt? Ja, wegen dem Strombach. Der Bach ist ja früher da gewesen. Man kann schon einfach einen Bach wegmachen. Ach, der hier ist früher da gewesen? Nein, der andere. Ah, der da drüben, okay. Reinfällt, dass die wieder rausklettern können. Die sind sonst nie da rausgekommen. Das sind die immer ersoffen. Weißt du, das sehen die Leute und dann haben die Theater gekriegt. Und deswegen ist der mal reklamiert worden. Aber ist doch auch schön. So tut man gleichzeitig was für die Tiere. Das warst du. Hallo. Servus. Das sehen wir ja jetzt so. Dann gehe ich immer hier entlang und dann immer weiter und dann komme ich hin dem anderen. Das ist ungefähr eine, manchmal anderthalb Stunden, manchmal eine Stunde, ein Viertel. Ja. Okay, das weiß ich. 3 Kilometer, wir sind jetzt 4 Projekte. Ungefähr. Hier sind wir jetzt. Ja. Aha. Ja. Sehen wir doch den anderen Fluss bei dem Kraftwerk da oben? Nein. Aber das haben die nicht überall gemacht. Ja, da sind aber da überall, dass sie wieder rausfallen. Jetzt hier rechts, oder? Ja, ja. Scholz.
Hm? Wer so spricht, lebt noch. Servus. Geradeaus oben, wo der Schnee oben ist, da ist ein großer Reiseck, da bin ich schon drauf gewesen. Da konntest du früher mit einer und da oben sah nach Schnee. Seilbahn hochfahren und oben fuhr dann eine Bahn, noch ein Zug, ein Elektrozug. Okay. Österreich ist so ziemlich das einzigste Land, finde ich, wo noch jedes Jahr überall Schnee liegt. Über die ganzen Jahreszeiten über. Ja, das ist ja extrem. Ja gut. Bei uns, da schwitzt man schon Ewigkeiten. Ich weiß nicht, wie gerade das Wetter bei uns ist. Müsste ich mal nachher schauen. Aber bei uns sollte das Wetter eigentlich auch nicht arg viel. Das soll besser werden, jetzt auch in Deutschland. Also hier in Österreich ist das Wetter sehr schön. Aber wie es in Deutschland aussieht, keine Ahnung. Bist du schon mit dem Zug hergekommen? Wo du die Mauer da siehst, da geht es voran. Richtung Spital? Ja, oder Richtung Heimat. Oder Richtung Heimat. Also aktuell regnet es in der Region bei uns. Ist ja gut. Wieder mal keinen Schirm mit haben. Na, bei uns sieht es aber auch nicht mehr arg wie gut aus hier oben. Guck mal, da oben liegt auch noch Schnee. Ja, die sind ja über. Wir sind auch sind schon der Reiseck ist schon über 3 oder 3000, knapp 3000. Nicht ganz. Hey, die sind mir doch vorher schon begegnet. Mhm. Ja, machen viele Leute hier eine Runde. Ja, machen wir auch. Ja. Ah, jetzt können wir uns ja schon, jetzt können wir doch einen Kaffee trinken zusammen, oder? Ja, ja. Aber auch sehr lustig hier, die Hochspannungsleitung einmal schön übers Wasser legen. Was hast du denn deine zweite Impfung? Meine zweite Impfung, die habe ich jetzt diesen Monat, glaube ich, am 30. Ja, 30. Oder nee, warte mal, nee, nicht 30. Am Montag. Nee. Wie lange muss man warten bis zur zweiten Impfung? Ja, weiß ich nicht. Wir müssen 12 Wochen warten. Weil wenn wir 18. Also am 30. Ich habe BioNTech. Also ich habe meine Impfung am 30. erhalten, 30. April. 30. April. Und ich glaube, meine nächste Impfung ist dann jetzt im Juni, glaube ich. Im Juni dann, ja, ja. Guck da, da werden die LKW gefahren. Oi! Sieht stark aus, wa? Ha, guck mal, wie viele LKWs da geschleppt werden.
Strecke wird immer mit zwei Lokomotiven gefahren, weil die so steil hoch sind. Also, wer geht jetzt baden? Mein Wettschwimmen machen. Der Steller ist zu Fuß oder ich mit dem Schwimmen. Hab es schön hier. Vor allem da oben, wenn man mal da hoch guckt, das hat man zwar nicht gesehen. Da liegt auch noch überall Schnee. Ordentlich aber. Was ich lustig finde, ist, wenn die Guckermusik losgeht, möchte mich der Hans für ein paar Auftritte an die Trompete setzen. Ich bin erstmal froh, dass ich die Posaune richtig lernen konnte. Zugposaune, oder? Aha. Hast du das gelernt? Ich kann Posaune spielen, ja. Jetzt möchte ich mich mal wieder an die Trompete setzen, dass ich da wenigstens wieder was hinkriege. Muss ich mal mit Anna reden, ob ich Ehre kriege. Die habe ich jetzt für viel Geld reparieren lassen. Ich weiß. Eigentlich nicht. Die ist ja immer noch bei uns. Ja. Muss ich mal Anna fragen. Das kostet 200 Euro. Weiß ich nicht, ob Anna mir so nochmal anvertraut. Muss ich sie nachher oder morgen mal fragen. Obwohl ich immer noch nicht weiß, wie die Macken da reingekommen sind. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Müsst ihr einfach fallen lassen oder irgendwas? Nein, ganz sicher nicht. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie die da reingekommen sind. Oder ob die meine Schwester mal in der Hand hatte, wo ich nicht aufgepasst hatte, wo sie vielleicht mal im Schrank war oder so. Ich kann es dir nicht sagen. Was hast du mit Louis mal gemacht irgendwie oder was? Oh, das sieht ja auch cool aus hier. Da läuft das Wasser unten drunter durch, damit er ja kein Baumstück für die Kraftwerke reinfließt. Ach, hier ist der Kraftwerksbereich, oder was? Nein, das Wasser wird hier abgeleitet. Ach so. Ach so. Ja, aber kann ja trotzdem Bäumstämme oder so reinfliegert. Nee, nee. Ja, wenn jemand Sachen reinwirft. Ja, gut, ja, und was ist das hier für eine Hydraulik? Geil, Alter.
Geil, Alter. Einfach nur geil. Richtig schön. Hallo Eva. Schau dir das mal an, wie schön das ist. Schau es dir an. Wie schön. Da geht's auch runter. Einfach nur genial. So schön kann Deutschland auch sein, wenn sie sich nur anstrengen würdet. Aber nein. Servus. So, jetzt sind wir aber wieder im Auto. Das würde ich wieder sagen. Bis zum nächsten Mal. Ab jetzt gibt es keine Dokumentation mehr, sondern nur noch die Fahrt. Und dann würde ich sagen, ciao, ciao.